Wir befürchten hauptsächlich, dass es eingeschränkt wird durch die Upload-Filter, die Axel Voss grundsätzlich befürwortet, da die Fehlerquellen oder beziehungsweise die Fehlerquoten sind da ja relativ hoch durch den technischen Hintergrund davon. Hashbildungen sind nicht immer hundertprozentig genau. Man hat es ja öfter schon bei YouTube, Facebook gesehen, die bereits solche Filter schon nutzen. Da sind wir auch, oder da ist es teilweise schon passiert, dass Katzenschnurren als Musik eingestuft wurde und wurde von der GEMA lizenziert oder teilweise schon gelöscht. Das sind einfach unsere Haupt- oder eine der Bedenken, die wir haben in Bezug auf Artikel 13 und Artikel 11. Man könnte zumindest die Einschränkungen, wie sie sind, mit den Upload-Filtern auflockern. Man müsste das theoretisch aufbauen, man müsste auch andere Technologien verwenden. Man sollte auch definitiv darüber im Parlament diskutieren, weil wir bezweifeln, dass der Herr Voss den technischen Hintergrund und den mathematischen, das Basiswissen davon hat. Wir haben lediglich hauptsächlich den Fokus darauf gelegt, etwas mehr Zeit zu schaffen, dass sich auch alle Parlamentarier und Abgeordneten darüber informieren können und auch erstmal vernünftig darüber diskutiert wird. Es gab ja bis jetzt weder irgendwelche Großzeitungen, die darüber berichtet haben, noch am Fernsehsender darüber berichtet. Das ist halt doch ein Thema, das ganz Europa betrifft. Und wir stehen hauptsächlich dafür ein, dass es einfach mehr an die Masse herangebracht wird. Es betrifft ja schließlich alle. Und zusätzlich noch einfach, dass sich auch alle mit dem Thema mal befassen, weil ich bezweifle, dass die meisten hier tatsächlich sich darüber befasst haben. Auch im Rechtsausschuss hat man gesehen, es wurde einfach nur vorgetragen und relativ schnell abgestimmt. Und es gab fast keinen Raum für Diskussion. Warum glauben Sie, dass bei change.org besonders viele Deutsche dem Aufruf gefolgt sind? Ich gehe mal davon aus, dass die meisten, die dem Aufruf gefolgt sind, darum gefolgt sind, weil sie selber direkt betroffen wären. Jeder kennt Bilder, lustige Bilder im Internet, lustige Katzenbilder im Internet. Könnte teilweise dann irgendwann sich überschneiden mit Upload-Filtern, dass sie dadurch zensiert werden. Und ich denke mal, das geht auch ein wenig runter auf die persönliche Ebene, dass da jeder davon betroffen ist, dass die Leute dann sagen, sie möchten sowas nicht haben, da es ja auch wieder in Richtung gezielte Zensur gehen könnte. Wir hoffen uns hauptsächlich erstmal dafür Awareness, also sagen Aufmerksamkeit zu schaffen, dass die Abgeordneten sehen, dass es eine große Meinung gibt von vielen Bürgern und Bedenken gibt zu dem Thema und hoffen, dass sie sich die Zeit nehmen, die Entscheidung nicht übers Knie zu brechen, weil wenn man denkt, der Rechtsausschuss war am 20.06., jetzt soll die Abstimmung bereits am 5. Juli sein, das sind gerade mal 2 Wochen, das ist doch etwas wenig Zeit, damit sich jeder Parlamentarier dazu ein Bild machen kann. Die größte Problematik ist, dass es die Technologie dafür einfach noch gar nicht gibt. Wie schon gesagt wurde, ist es noch extrem fehleranfällig. Es ist also gar nicht zu sehen, wie das direkt umgesetzt werden sollte. Ist noch nicht, dafür gibt es keinen Plan sozusagen. Und das würde sehr viele Webseiten, sehr viele Plattformen, sehr viele Foren direkt betreffen, die gegebenenfalls erstmal ihre Plattform zumachen müssten, um sich keinen Risiken auszusetzen. Dadurch, dass sie keinen Upload-Filter haben und dass es noch keinen funktionierenden gibt, den sie sich praktisch einbauen könnten und sie ja durch den Artikel 13 direkt haftbar gemacht werden und nicht mehr die Leute, die das selber hochladen, sondern die Plattformen sind ja selber direkt haftbar zu machen. Und um sich diesem Risiko einer Haftung nicht auszusetzen, müssten sie wahrscheinlich ihre Foren vorerst schließen.